Herzlich willkommen wieder bei uns beim Sportbootcenter Hannover. Wir sind wieder auf der Boot in Düsseldorf 2024 und heute zeigen wir euch die fabelhafte Nordkap Noblesse 830. Auf dieses Video haben wir uns echt extrem gefreut, Ralf. Nicht nur wir beide, sondern auch die Mari ist schon echt hot auf das Ding, hot im Frittenfett. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir Mari mal überzeugen können, aber irgendwie sie sträubt sich. Sie hat sich noch ein bisschen geweigert, hat vielleicht auch daran gelegen, dass gestern eine kleine Party gewesen ist hier auf der Messe und ein bisschen wenig Schlaf. Also ich bin ja auch so ein Typ, der echt schlecht schläft in Hotels, aber in dem Ding kann man gut pennen. Also wir haben hier einen echt tollen Daycruiser, das ist eigentlich schon ein Weekender von 8,30 Meter Länge, 2,92 Meter Breite. 2,92 Meter Breite, das ist echt ein Dickschiff. Hat einen dicken Popo. Einen dicken Popo, richtig dicken Hintern. Und wir haben auch einen tollen Motor hinten dran, das werdet ihr gleich sehen. Ja, ich würde gerne wieder losschwärmen, wie in den letzten Videos. Müsste ich eigentlich auch tun, weil dieses Boot so schön ist. Das ist ein richtig sportlicher Daycruiser, Weekender, ein tolles Familienboot. Mit so einem Boot seinen Urlaub zu verbringen, seine Freizeit zu verbringen. Meine Fresse, ist die schön. Ist sie wirklich. Ja. Wir haben im Außenbereich haben wir hier in dem WC-Raum, kann man von außen sein, schönes großes Fenster drin, ein bisschen Tageslicht reinzubekommen. Und im Vorbereich des Schiffes hier vorne in der Kabine natürlich auch nochmal ein Fenster. Schicke Designelemente wie immer, ne? Unseren Racing-Streifen, schicke Reling, toll aufgebaute Windschutzscheibe. Ein so stimmiges Boot. Weißt du, wie lange das schon am Markt ist? Bitte was? Wie lange das schon am Markt ist? Ja, kann ich dir sagen, 2 Jahre. Also sind jetzt im zweiten Jahr. Ja, das ist ein ganz, ganz frisches Boot. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass das tatsächlich schon ein paar Mal überarbeitet worden ist, so wie perfekt, wie das aussieht. Nein, das ist wirklich frisch. Wirklich frisch. Geil, ne? Mhm. Ist auch was hat Espen gesagt? Ein Family Racer. Ein Family Racer, genau. Das ist Espen Thorpe, unser Designer, hat gesagt, das ist der Family Racer. 830 ist auch das Topmodell aus der Noblesse-Reihe. Wir haben zwei weitere, die 27, haben wir schon ein Video von gemacht. Vor zwei Wochen, irgendwie sowas. Keine Ahnung, ja. Und kurz davor war. Die Noblesse muss, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis er dran ist. Also ist schon ein paar Wochen länger her. Achso, ja, stimmt. Das ist ja nicht morgen fertig. Nee. Ja. Genau, und die 660 haben wir auch schon abgefilmt, findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Ebenso schick und man erkennt auch sofort die Familienlinie. Also die 660 hat im Prinzip den gleichen Silhouettenschwung, im Prinzip die gleiche Seitenansicht, Frontansicht wie die 830 und wie die 27 natürlich auch. So, jetzt gehen wir mal zu dem schon eben beschriebenen dicken Popo. Und an diesem dicken Popo machen wir vorher mal einen Cut, da steht mir meine Kamera im Weg. Hinterteil, sagen wir mal Heck des Bootes, haben wir hier eine Einzelmotorisierung und zwar in dem Fall hier den 400 PS V10. Los geht's. Was? Kracher. Ne? Starten können wir hier ab Werk mit dem V300, also mit dem Mercury 300 PS V8, 4,8 Liter. Der hat natürlich auch was. Ja, 5 Liter Hubraum natürlich auch nicht schlecht. Darüber können wir noch mit 2x200 und 2x250 arbeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Einzelmotorisierung gibt es hier eine tolle Detaillösung. Im Normalfall, das haben wir bei vielen anderen Herstellern, sehen wir das, haben wir im Fall einer Einzelmotorisierung eine viel kleinere Motorbrücke. Die bauen vielleicht nur eine Motorbrücke für alle Motorvarianten. Hier wird für jede Variante eine eigene Motorbrücke gebaut. Ja, im Normalfall wäre hier Platz für zwei Maschinen und dann wäre dieser Bereich hier wäre offen. Und so ist das schön gelöst, dass wir hier eine wirklich große, erweiterte Badeplattform eigentlich nochmal haben. Und wirklich kleine Bereiche, die nur offen sind, was auch wieder ein kleiner Sicherheitsaspekt natürlich ist. Ja, und auch Optik. Nicht reinlatscht. Ne? Ja. Ja, und Optik natürlich auch. Ja, gerade auf Optik wird ja großen Wert gelegt. So, jetzt tue ich mal so, als wäre ich aus dem Wasser gekrabbelt. Mach's mir jetzt hier hinten mit einem Gin Tonic total bequem. Mari, kannst du mir mal einen machen, bitte? Ja, gibt es für beide Seiten diese Polster, die hier auch festgeknüpft werden, dass sie nicht durch die Gegend fliegen, können also auch während der Fahrt aufgepolstert bleiben. Und Ralf hat übrigens ganz neue Flyer drucken lassen. Schaut mal. Ja, wunderbar. Content. Könnt ihr mal scannen, mal die Finger weg. Könnt ihr gleich unseren YouTube-Kanal abonnieren, da könnt ihr mal Handy raufhalten. Genau. Sehr schön.
nehmen wir direkt mit. So, wir tun, was wir können. Ja, Kraftstoff kommt hier hinten rein, Wasser und so weiter auf der anderen Seite. Dann haben wir hier, komm mal bitte ein bisschen weiter zu mir ran. Scheiße. Über die Ambientebeleuchtung und so sprechen wir gleich noch mal ein bisschen. Hier hinten haben wir natürlich eine Dusche, ja, um sich das Salzwasser runter zu duschen. Oder bevor es abends in die Kono-Bar zum Essen geht, noch mal eben zu duschen. Und jetzt wird es luxuriös. Hier können wir kalt und warm Wasser mischen. Also, Sonderoption, ein Boiler für warm Wasser, sowohl hier hinten wie auch an den Waschbecken in der Küche. Und später zeigen wir euch dann auch noch... Funktioniert der elektrisch? Das Bad. Bitte? Funktioniert der elektrisch? Ja, funktioniert elektrisch. Das heißt, ja, auch während der Fahrt? Nein, ich muss an Landstrom. Aha, an Landstrom, okay, gut. Ja, das geht nicht. Aber immerhin. Ne? Immerhin, oh. Ja. Optional zu bekommen. Gut. Besser als nichts, ne? Für Warmduscher. Ja, Ralf, du stehst jetzt hinten auf der Badeplattform, wenn du noch mal ein paar Schritte zurück machst. Ja, aber bestimmt. Ohne, dass du jetzt den Satz nach hinten über die Treppe machst. Den Zugang ins Boot, den machen wir über diese kleine Luke hier, über kleine Lücke. Die können wir natürlich noch verschließen. Hier haben wir das Polster dafür, das wird hier hinten eingesetzt. Und damit das auch vernünftig hält, haben wir hier zwei, was sind denn das, Gummis? Schon, oder? Nupsis. Danke, Mari. Nupsis, genau. Ich glaube, Nupsis. Das ist der richtige Ausdruck. Nupsi ist der internationale, ja. Die internationale Beschreibung für, diese, für diesen Mechanismus. So, dann wird das Polster hier in der Mitte wird noch geschlossen. Ja, das können wir zur Seite klappen, um hier drauf zu treten. Dann brauchen wir nicht auf das Polster latschen. So, und dann haben wir eine riesengroße Sitzecke. Dann haben wir schon mal das Füllpolster. Ah, das ist ein U. Und dann kann man sich's gut gehen lassen. Ja, jetzt haben wir hier noch so ein paar kleine interessante Lösungen. Das mit dem Einpolster habt ihr schon gesehen. Hier haben wir ein zweites. Wofür ist das denn da? Wenn wir mal über die Seite aussteigen, dann können wir hier drauf und hier oben und raus aus dem Boot. Wo ich jetzt gerade hier bin, Ralf, Frage an dich. Wo haben wir denn unsere Fender? Ja, wo sind denn die Fender? Ja, wo sind denn, ja, unsere, wo Fender sind denn unsere Fender? Ja, aufmerksame Gucker unserer Videos wissen das, dass die Nordcaps hier eine sehr intelligente Lösung haben. Nämlich hinter diesem Polster, gut verstaut, nice gebrandet, mit Fender-Socken dran, Leine, gleich gespleist. Gibt alles serienmäßig beim Nordcup. So, man muss dazu sagen, es gibt wirklich aber auch auf allen Booten Platz für die Fender. Ne? Nicht ganz so dezent gelöst wie jetzt hier auf der Noblesse, ja, also, aber es gibt ja immer einen Schuss. Aber wir können dazu sagen, es ist auf jeder Noblesse. Ja. Also auch da, guckt einfach die anderen Videos von den Noblesse 660, 27, da können wir das genauso lösen. Wo wir schon bei praktischen Lösungen sind, machen wir gleich mal weiter. Wir haben unter den Polstern natürlich noch kleine Bugskisten. Ja, und die sind jetzt kannst du den Hintern wegnehmen. Immer ganz klein. So, hier haben wir einmal eine. Und jetzt hoffe ich, dass man das hier so ein bisschen erkennen kann, wie das hier drin verarbeitet ist. Wir haben hier einen grauen, dunkelgrauen Topcoat. Das ist jetzt nicht wieder, wie bei, das ist, ich erhole mich da echt, ne? Aber es ist einfach so, ich muss darauf hinweisen. Ja, ja. Es ist nicht einfach nur irgendwie übergepinselt oder so, sondern es ist richtig ausgearbeitetes Gelcoat. Ich denke mal, wenn ich da reinschaue, haben wir Wasser im Boot, weil das glänzt so. So, machen wir das Polster wieder drüber. Also andersrum. So, das Ganze wird natürlich hier schön befestigt. Bugskiste wieder geschlossen. Machen wir weiter in der Küche. Ne, wir machen weiter mit Staukästen, Ralf. Wir haben auf der Backbordseite haben wir hier noch eine schöne große Staukiste. Oh, Verriegelung ist schon auf. Wenn wir das Kissen hier hochklappen, dann geht die auch wunderbar auf und wird gehalten. So, auch hier das Gleiche, alles schön ausgearbeitet. Hier ist nochmal Platz für zwei weitere Fender, denn wir haben für dieses Boot insgesamt 6 Fender, die wir serienmäßig ab Werk bekommen. Hier ist noch drin verstaut ja, Leinenmaterial. Ich glaube, eine Abdeckplane ist dann hinten noch drin, ein Zusatzanker, der hier noch mitgeführt werden kann. Großes Staufach. So, jetzt geht's weiter. Hier haben wir auch noch ein Staufach drunter. Jetzt müssen wir einmal kurz Polster zur Seite legen, was wir schon vorbereitet haben für die erweiterte Liegefläche. So, das geht jetzt mal richtig weit auf. Ja, jetzt wird's eng für dich, ja, ne? So, guck mal ruhig da rein, ein bisschen. Ne? Dreh doch mal ruhig ein bisschen. Mari, sieht man das ja, ein bisschen? Guck mal, kann man, ja, Kamerafrau Mari, ja, dreht euch mal das Bild drin. Mari dreht durch. Also unter dem Beifahrersitz haben wir nochmal ein riesengroßes Staufach.
Also ich würde jetzt mal sagen, das ist irgendwie 80 cm tief oder 80 x 80 und nicht tief, aber 80 x 80 in der Größe und ca. 40 cm tief. Also hier kann man richtig viel reinbekommen. Stoßdämpfer natürlich, damit das Ganze nicht zufällt. Schöne Dichtung, damit es auch dicht bleibt. Die Dichtung sorgt dafür, dass es dicht bleibt. Geil. Ja, dann haben wir hier hinten im Cockpit noch die kleine Küche. Und diese kleine Küche ist gar nicht mal so klein. Schau mal, ich kann hier die Arbeitsplatte etwas erweitern. Super schöner Platz für eine Kaffeemaschine am Morgen zum Beispiel. Und dann haben wir hier einen Einflammgaskocher, einen Wasserhahn und bei Landstrom kalt und auch warm Wasser, wie gesagt, optional zu bekommen. Ja, Flamme wird gestartet mit so einem schönen Piezo-Zünder hier. Brauchen wir also nicht mit dem Feuerzeug rumhantieren. Schön gemacht. Wie immer, Ralf, ne? Schön gemacht. Schön gemacht, das finde ich auch sehr cool. Schön. Ich finde das besser geworden. Ja, ja, ist ein bisschen besser geworden. So viel, so, ist ja cool und sehr schön. Auch wenn sie es verdient haben. So, gehen wir mal zum Beifahrerplatz. Warte mal, die kannst du doch auch nach vorne machen, ne? Wen denn? Die. Ja, ich kann die, das ist ein guter Hinweis, wir können die das meine ich. Liege hier so ein bisschen in eine Lounge-Stellung bringen. Ich nehme mal das Polster nochmal. Das schmeiße ich irgendwann über Bord, weil das trage ich nur von rechts nach links. Ja, das ist das Füllpolster, ne? Ja, das machen wir auch gleich. Ja, ja, auf jeden Fall. So, man reiche mir Getränke zum wiederholten Mal. Nimmst du bitte mal die Schuhe von der Sitze? Mich hört ja keiner. Nee, sie sind in der Luft. In der Luft, ich passe schon auf. Ja. Einen richtig großen Tisch haben wir hier. Und es bleiben immer mindestens in allen Bereichen mindestens zwei Getränkedosenhalter, in diesem Fall sogar vier Getränkedosenhalter, bleiben erhalten. Ja, das ist grob zum Durchgang. Ja, und da kommt ja gleich noch ein richtiger Clou, finde ich. Was meinst du? Soll ich mal machen? Der richtige Clou. Ja, pass auf. Genau. Ja, mach's mal. Wir machen jetzt aus dieser schönen Sitzgruppe machen wir jetzt eine große Liegefläche. Und das geht relativ simpel. Wir lösen hier unten die beiden Spangen am Tischbein. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir die Schrauben hier sehr weit aufdrehen. Denn das Tischbein ist konisch. So, wenn wir unten die Spangen vernünftig gelöst haben, also weit genug geöffnet haben, ist es wichtig, dass man sich nicht hier drauf lehnt, um ihn runterzudrücken. Das ist ein bisschen Druck, ne? Sondern einmal hier und dann ein bisschen runterschütteln das Ganze. Komm schon. So, jetzt ist er weg. Jetzt haben wir es. Und dann wird das einfach wieder festgemacht. Und jetzt machen wir aus der Sitzgruppe. Und jetzt, passt auf. So, mal gucken, ob ich es gleich im ersten Wurf richtig mache. Nee, natürlich nicht. Also einmal andersrum. Ich finde es so clever, dass die Getränkedosenhalter hier trotzdem erhalten bleiben. Mindestens zwei, habe ich ja gesagt. Ja, bleiben immer, ja, ja gut, mit zu zweit kann man hier ja auch chillig liegen und dann kann man wirklich, also ja. Das ist ja. So ein Fuchs, dieser Espen. Alter Fuchs. Ganz ausgefuchster. So. Ja, genießt doch ein bisschen den Ausblick auf die schöne Sonnenlounge und das wirklich große Cockpit. Hier ist echt noch eine Menge Platz, um sich jetzt noch aufzuhalten. Ein bisschen Tanzfläche oder sonst irgendwas. Ja. Okay. Ja, hier unten im Cockpit haben wir eine Ambientebeleuchtung, dass das im Dunkeln auch ein bisschen schick aussieht. Dass dieser Fußboden und alles ein bisschen zur Geltung kommt im Dunkeln. Ich mag sowas echt gern. So abends im Hafen oder in der Bucht liegt und macht dann Ambientebeleuchtung an. Chill-Atmosphäre. Sehr schön. Gut, kommen wir zum Steuerstand. Jo. Platz genommen am Steuerstand. Ist er ergonomisch vielleicht? Super ergonomisch. Fängt schon hier allein an, dieses Polster, wo ich meinen Arm ablegen, also meinen Ellenbogen ablegen kann. Das reicht genau, das Boot ist für mich gemacht. Moment mal, ich glaube. Das ist für Mari und mich gemacht. Ja, habe ich schon verstanden. Reicht also genau die Armlänge, dass ich meine Hand hier wunderbar auf den Schalthebel legen kann und ganz entspannt und kontrolliert Gas geben kann. Die Schaltung, da habe ich schon ungefähr 46 Mal was zu gesagt, aber ich mache es trotzdem nochmal. Elektronisch geschaltet natürlich. Hier die Einzelmotorisierungsvariante, wie eben schon erwähnt. Active Trim gleich mit in der Steuerung drin. Start, Stopp. Hier können wir die Maschine drüber starten oder konventionell über den Schlüssel. Und hier findet jeder seine optimale Sitzposition. Denn wir können halt selbstverständlich den V
Fahrerstuhl von vorn nach hinten bewegen. Das geht sehr simpel. Und noch ergänzend natürlich, wie bei allen anderen vernünftigen Motorbooten, auch die Flip-Up-Funktion haben wir mit drin. Eine schöne Fußstütze haben wir unten, sodass wir einen guten Halt finden, auch wenn es mal wellenmäßig ein bisschen härter zur Sache geht. Fliegen wir hier nicht durch die Gegend, sondern können uns hier richtig stabilen Stand oder Sitz hernehmen. Und Lenkrad ist auch noch verstellbar, ja, sodass wenn ich mal im Stehen fahre, das Lenkrad gut bei mir habe, gerade bei Hafenmanövern rein- und rausfahren. Servus an Can You. Ja, das ist ergonomisch, mein Lieber. Ne? So sieht's aus. So. So, jetzt braucht er noch ein bisschen Geduld, weil jetzt, hier ist echt viel an Instrumentarium, was ich noch ein bisschen erklären möchte. Wir haben hier zwei große optionale Garmin-Kartenplotter mit Navigation natürlich drauf, Tiefenmessung, Motordaten, also ihr kennt das alles. Diese Dinger sind ja so multifunktionell mittlerweile. Passen hier super in das große Dashboard rein. Es ist bündig, ne? Hier steht nichts ab. Das ist Ästhetik pur. Hier drunter haben wir noch für mich als Fahrer ganz wichtig, für meine Wasserflasche, einen Getränkehalter. Hä? Was ist das? Was ist das? Getränkedosenhalter. Aha. Ah, Entschuldigung. Ja, gleich wieder. Pieps. Das Bugstrahlruder. Hier gibt es übrigens optional auch ein Heckstrahlruder. Ja? Heckstrahlruder, optional. Das finde ich ein echt cleveres Gimmick. Würde ich mich echt so hinreißen lassen, denn gerade bei so einem langen Schiff von 8,30 Meter kann das bei entsprechenden Witterung schon echt Sinn machen, noch einen Heckstrahlruder zu haben. Denn gerade ausfahren kann jeder. Kunst liegt beim Einparken, ne? Beim Anlegen. Hier haben wir noch serienmäßig die elektrische automatische Trimsteuerung von der Firma Mente Marine. Das heißt, also wir haben hinten am Rumpf des Bootes, am Heck, zwei Trimklappen und die werden automatisch über dieses System gesteuert, sodass dieses Boot immer in Waage ist. Früher wurden die Dinger oftmals gern zum Beschleunigen noch zur Unterstützung hinzugenommen. Brauchen wir hierbei definitiv nicht. Hier unten haben wir ein schönes Plätzchen für mein Handy. Mercury-Instrument sieht man hier. Scheibenwischer. Höhenverstellbares Lenkrad, habe ich gerade schon gesagt. Hier haben wir eine ganze Menge Schalter noch für Decksbeleuchtung, Winch, rauf und runter fahren, Scheibenwischer und so weiter. Bluetooth, hier haben wir eine Hammer-Stereoanlage drin, die erweiterte von Fusion, die Signature, mit Subwoofer und allem, was dazugehört. Die macht richtig Ballett. Das ist Disco pur, ey. Voll krass. Ja, bei Booten ist das echt ganz dankbar, weil die haben einen schönen Resonanzkörper. Und das ist was für uns Männer. Ja, du musst dir das auf jeden Fall am Hals hängen. Wir haben eine Fernbedienung. Knöpfe drücken. Genau. Das ist eine Fernbedienung für die Ankerwinch und für Bug und auch für das Heckstrahlruder. Ist das nicht schön, dass wir sowas haben? So, Steuerstand, Ralf, das war's soweit. Also. Na, sag doch nochmal, hier sind super schöne Knöpfe. Habe ich doch schon gesagt. Hast du? Oh, ich ja, höre nicht hier, zu. Ne? Es ist so laut hier, ich höre ihn nicht und ich habe meine Kopfhörer vergessen. Wenn ein Knopf aktiviert ist, also hier die Decksbeleuchtung, dann haben wir hier einen kleinen farbigen LED-Ring. Das ist, hat was, ne? Das haben wir in allen unseren Nordkap-Booten. Ne? Das sieht überall so schön aus, wie sich das hier abbildet. Okay, machen wir weiter. Gehen wir in die Kabine, oder? Hast du noch eine andere Idee hier draußen? Lass mich kurz gucken. Chilliger Platz hier, chilliger Platz da. Beifahrersitz könnten wir noch, können wir auch gleich noch einen Anschluss machen. Nö, machen wir jetzt. Ja? Na klar. Okay. Wechseln wir die Plätze? Müssen wir wohl. Na dann. Die Beifahrersitzbank ist riesengroß. Also ausreichend für zwei Personen. Ganz außen kann ich mich wunderbar festhalten. Die zweite Person muss ich festhalten. Oder Mari. Ja, das ist ganz schön weit weg bis zu dir, Ralf. Das ist, ich wollte gerade sagen, ihr werdet gemerkt haben, dass hier richtig viel Platz ist, weil so viel Fleisch drumherum ist, sagt der Fotograf. Ne? Bitte was? Ja, da ist viel Fleisch drumherum. Oh mein Gott, was hast du denn fotografiert in deiner Vergangenheit? Nein, man hat jede Menge Möglichkeiten, noch einen Ausschnitt zu nehmen. Und dann sagt man, hat schön viel Fleisch drumherum. Ja. Herrlich. Ja, bitte keine Kommentare dazu. Flip-Up-Funktion für den Beifahrersitz. Haltegriff habe ich gerade schon was zu gesagt. Auch die beiden Beifahrer sollen nicht verdursten hier an Bord. Da haben wir auch nochmal Getränkedosenhalter. Und schön, 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 schön gelöst ist der Aufstieg auf das Vorschiff. Nämlich mit einer Treppe. Also wir brauchen hier nicht irgendwie das Dashboard verkleinern, weil wir da so kleine Stufen drin haben. Oder die Tür missbrauchen für Treppe, sondern wir können hier wunderbar hochgehen, können uns festhalten.
und sicher nach vorne rauf und runter gehen. Auch mit Beleuchtung. Ist das nicht der Hammer? Wunderschön. Auch schön breit, ne? Ja. Apropos Breite, es ist natürlich schön breit, aber dadurch leider nicht mehr trailerbar, ne? Ja, es sei denn auf dem LKW-Trailer. Ja, genau, das habe ich gestern ja auch schon gesagt. Natürlich kann man es trailern, es kommt auf den Trailer an. Und die Zugmaschine. So, jetzt geht der Blick mal in die Kabine. Ja, unser Kamerakind Mari dreht auch mal die Kamera ein bisschen, oder? Das ist fürs neuen Job, oder? Also einen erweiterten Job. Ja, macht Spaß, ne? Ja, ich gehe mal runter. Wie sich das gehört, geht man in eine Kabine mal rückwärts. So. Sitze. Ordentlich, ne? Also 20 cm nach oben ungefähr. Aber ich komme mal rein, würde ich sagen. Oder runter. Ich draußen. Ja. In der Kabine haben wir einen separaten Toilettenraum. Ralf zeigt das bestimmt in der Einstellung. Soll ich sagen oder soll ich es nicht sagen? Nein, ich soll es nicht sagen. Nein. Er wird es tun. Er zeigt das WC ja. Separat ohne mich. Hey Tom, hey Kevin, grüßt euch. Als WC haben wir hier natürlich ein elektrisches CWC. Das heißt, also wir brauchen nicht mit der Handpumpe irgendwie rumpumpen, Wasser von draußen reinholen zum Spülen, sondern es geht alles elektrisch, geht dann nach hinten in den Fäkaltank. Und da, wo es erlaubt ist, wird verklappt. Und wo es nicht erlaubt ist, wird im Hafen gefälligst abgesaugt. An der Seite haben wir Lichtschalter für Toilette, Kabine und Ambientebeleuchtung. Deckenlichter haben wir drin, die dimmbar sind. Und So, damit ich hier nicht so alleine bin, habe ich mir ein bisschen Gesellschaft geholt. Komm mal her jetzt. Nee, jetzt hör auf, das ist doch Ja, wir liegen jetzt hier echt entspannt. Ja, FSK 18 hier oder was? Und normalerweise viel zu weit auseinander, aber das liegt einfach daran, dass hier so viel Platz ist. Ja, das ist Wahnsinn. Also hier zwei schöne gemütliche Kissen hin. Die Länge ist super. Ich bin auch 1,75, bin ja auch jetzt nicht so klein. Ja. Aber man hat hier wirklich unglaublich viel Platz. Ja. Du kannst lesen. Ich kann sogar noch hier so ein bisschen. Du brauchst ein Mikro, Mari. Hier, jetzt. Ich komm doch ein bisschen her. Du kannst hier schön ein bisschen lesen oder mir was vorlesen. Genau, super viel Platz. Die Deckenhöhe ist sehr angenehm. Also null bedrängt irgendwie. Ja. Ambiente Beleuchtung, sehr schön. Ich habe schon gerade was zur Beleuchtung hier gesagt. Wir können, nee, habe ich noch gar nicht. Die Beleuchtung hier drin, wir haben einmal Ambiente Beleuchtung, die wir abschalten können. Dann haben wir hier einen LED-Spot unter der Decke, den wir dimmen können oder auch mit einmal antippen komplett ausschalten können. Deckenluke mit Verdunklungsrollo. Die Deckenluke ist auch gleichzeitig, das sehen wir gleich noch auf dem Vorschiff, das Sonnenpolster, das wir verstellen können. So, Ralf, verschwinde jetzt. Mhm, das könnte so passen. Aber ich weiß, warum du Mari hier reingeholt hast. Ja? Mhm. Warum denn? Weil du keinen Bock hast, in die Unterschlupfgelüte zu kriechen. Geil. Oh, shit. Kann ich machen. Ja, dann los. Komm, spring katzenhaft rein darunter. Katzenhaft? Das wird nichts. So, die Jungs, die passen ja beide nicht in die Unterschlupfkabine. Ja, Moment mal. Werde ich jetzt vorgeschickt. Das dauert nur ein bisschen länger. Aber gut, ich zeige euch das sehr gerne. Das rauskommt. Das ist auch eine super einfache Technik. Nach oben packen, auf die Seite schieben und schon ist der Weg frei für die sehr gemütliche Unterschlupfkabine. Hältst du jetzt wirklich die Kamera auf meinen Po, oder? Du kannst doch da mit dem Bein zuerst rein. Das ist mir ein bisschen lieber. Ich bin mich doch schon 44. Ach, aber nur auf dem Papier. Und au! Ich muss sagen, es geht. Also man kann auch hier als Erwachsener liegen. Wie gesagt, ich bin 1,75. Es geht noch. Da passen sogar auch vier rein. Zwei? Nein. Zwei. Also vier, die sich nicht bewegen, können da schlafen. Ja, das ist ein bisschen wie Zelten. Was haben wir denn hier noch? Ja. Zwei Personen und der Boxer. Ja, falls man ein bisschen Tageslicht möchte, kann man das hier auch abknöpfen komplett. Oder aber eben auch nicht. Ich würde sogar abgeknöpft lassen vielleicht, wenn da mal jemand reinkommt, ist es ein bisschen heller. Ja. Genau, da kann man auch mal ein bisschen winken und hallo sagen. Da meine Töchter Thalia und Amina die Videos hier auch mal gucken, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Da schlaft ihr beide und der George. Genau, der Hund auf den Mädels drauf, das wird ein Spaß. Aber ich muss sagen, das geht. Ne? Man kann es wirklich machen. Es funktioniert mal für ein, zwei, drei Nächte oder so. Länger. Ja. Guck mal, mach mal den Arm nach oben, dass man mal so ein bisschen das sieht. Ich muss mich aber. Mach mal den Arm nach oben, so nach. In die Decke. Nach oben, an die Decke. Ja, also oben. Guck mal, das geht doch voll. Das ist nach oben. Ja. So, wenn da keiner schläft, dann ist es eben ein super Stauraum. Ja, definitiv. Wenn man mal länger irgendwie zusammen auf dem Wasser unterwegs ist. Proviant unterzubringen, Gepäck unterzubringen.
Und man kommt auch noch super hin, ne? Also genau. Sehr schön. Das hier voll gekruscht ist. Auf dem Vorschiff haben wir noch eine super schöne Sonnenliege. Für zwei Personen völlig ausreichend Platz. Ich habe es jetzt schon mal ein bisschen in die Stellung nach oben gebracht, dass man eine schöne Liegefläche hat. Man kann natürlich auch flach liegen und noch eine Stufe weiter nach oben. Für zwei Personen in der Länge überhaupt gar kein Problem. Ja. Hier vorne haben wir die Ankerwinsch. Hier drunter gibt es noch das Fach für die Gasflasche, das ist ganz intelligent gelöst, also nicht irgendwie hinten im Cockpit, wo es irgendwie Platz wegnimmt, sondern ist hier vorne untergebracht. Navigationsbeleuchtung ist klar, brauchen wir nicht großartig drüber sprechen. Und Ralf, es wird nicht schlechter, oder? Ja. Ich höre dich gerade so schlecht, hast du schon was zu den Polstern gesagt? Zu den Polstern, wie schön weich die sind? Nee, auch, dass man die so zusammenklappen kann. Ja genau, also die kann man natürlich zusammenklappen, die sind hier mit Druckknöpfen befestigt, die fliegen dann auch nicht weg, die kann man also volle Fahrt mitmachen, da passiert also überhaupt nichts. Und ja, Handtuch drüber gelegt und... Nee, ich meine zusammenklappen und liegen lassen, oder? Ja, kannst auch zusammenklappen, liegen lassen und eine kleine Hutze drüber. Das meine ich. Ja, eine kleine Hutze drüber, also eine kleine Plane haben wir dafür. Die wird dann hier in diesem Bereich rüber gespannt. Und dann ist das Polster super geschützt und bleibt vor Möwen und sonstigen Witterungseinflüssen komplett geschützt. Das finde ich sehr nett, weil dann hat man... Na, guck mal, ich habe nicht cool gesagt. Was hast du? Ich habe nicht cool gesagt. Ich finde das sehr nett, weil dann hat man das Polster, weil es ja doch eine gewisse Größe hat, nicht irgendwo drin und nimmt einen Platz weg, ne? Genau, so bleibt es hier draußen, wird zugedeckt und dann hat sich das. Jetzt bauen wir noch das Bimini-Verdeck auf und das ist verstaut hier in dieser riesigen Sitzbank. Also wenn das Ding hier aufgeht, so, ist also trotz der Größe Kofferraum, ist das Alter. Wirklich alleine zu handeln. Hier haben wir noch die Stableuchte drin. Ein Flaggenstockhalter ist immer serienmäßig dabei, Flaggenstockhalter. Und hier ist so viel Platz drin, dass hier das gesamte Bimini mit Gestänge, die Cockpit-Persenning, wenn man das Boot komplett zudeckt, ist hier drin. Die Seitenteile für das Camper-Verdeck sind hier drin. Also, und es ist eine Wanne im Prinzip. Wenn das Camper-Verdeck oder Bimini mal nass ist, ist kein Problem, es bleibt in dieser Wanne drin, es geht nicht ins Boot runter, weil man da auch noch vieles drin verstauen kann. Und jetzt ziehe ich das Bimini raus. Hier haben wir eine schöne Lasche. Ja, dass man es alleine machen kann, ne? Genau. Ah, Moment. Oh, das geht jetzt nicht. Müssen wir kurz mal den Landstrom müssen wir kurz mal killen. So. Sonst funktioniert das nicht. Jetzt gehe ich mal Ralf rüber. So, jetzt nehme ich mir einfach das Bimini raus. So, das fällt auch nicht nach vorne über, denn wir haben an dem Scheibenrahmen an beiden Seiten, ich hoffe, das kann man irgendwie erkennen, Ralf. Oh, ich zeig's dir. Ja, so eine Art Rollen, wie das aufhalten. So, schönes Detail. Dieses Band, das mich gerade echt gerettet hat, um das Bimini alleine rauszuziehen, damit das hier nicht so rumbaumelt. Ich sage euch, dieser Aston ist ein Fuchs. Ist echt simpel. Einfach per Klett ist das Ding verschwunden. Ja? Alles, was ich jetzt noch zu tun habe, ist, das Bimini entsprechend abzuspannen. Über zwei Haken hier vorne. So, das mache ich auf beiden Seiten. So, hinten ist natürlich auch notwendig, das zu machen. Und dann kann man das wieder zuklappen. So, jetzt habe ich hier Stehhöhe. Hier haben wir also gute, also über zwei Meter in der Mitte. Der Schattenbereich geht von der Heckbank bis vorne über den Fahrersitz. Und ich kann überall durchgehen mit 1,80, ohne den Kopf einzuziehen. Weißt du, was wir vergessen haben? Nee, was denn? Guck mal. Was denn bitte? Das haben wir voll vergessen. Ah, wie konnte das passieren? Aber, weiß ich auch nicht, aber da stehe ich natürlich gerade sehr richtig hier. Halt, lass offen. Voll die Küche vergessen. Also nee, die Küche haben wir nicht vergessen, aber den Kühlschrank. Ja, 52 Liter Kühlschrank, natürlich mit Eisfach, Temperatur, sprich Kühlung regulierbar. Genau. Und nochmal ein bisschen Abstellfläche, Gewürze, was man sonst so. Genau, wo ich gerade noch hier drüben stehe, da hinten ist übrigens auch der Feuerlöscher. Ja, viele Quadratmeter Sonnenschutz und natürlich ergänzend lässt sich dann hier mit vier Seitenteilen das Camperverdeck aufbauen. Das wird dann hier über die Windschutzscheibe abgespannt, genauso an den Seiten und das Heckteil. Und dann haben wir hier einen absoluten Wetterschutz
Und ja. Abschließend, um das Ganze hier noch zu perfektionieren, können wir das Ganze verdeckt noch mal etwas spannen. Und das geht hier über die Seiten. Da gibt es eine Schiene. Die lässt sich spielend leicht bedienen. Bam! Fast ja. Stufenlos. Danke. Neue Sorry. Optik. Das machen wir auf beiden Seiten. So, und dann haben wir. Ralf, du wirkst ganz schön klein in diesem Boot. Was du sagen darfst. Ja, also zierlich nicht, aber. Ja, man hat schon wirklich richtig Platz hier, ne? Ja. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Gut. Ist übrigens vollgasfähig, das Bimini. Und das so, Camperverdeck, das sind immer viele Fragen. Ich weiß, Details, ja. Details, Details. Man jetzt kann nicht der Messestand alles wird langsam zeigen. Voll, genau. Es ist jetzt 20 nach 11. Es fühlt sich wirklich langsam. Wir haben heute den, was haben wir, den vierten Messetag? Vierter Messetag. Keine Ahnung. Dienstag, vierter Messetag, wenn ich richtig zähle. Ja, meine Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Das war die Noblesse 830. Beeindruckendes Boot, wirklich. Ihr müsst es euch einfach anschauen. Wir nehmen es mit nach Hannover. Danke, wir werden Sie mit nach Hannover nehmen. Ja, wenn ihr Fragen zu dem Boot habt, wenn ihr Fragen habt generell zu Nordkap, schreibt uns an. Kommt vorbei, ist natürlich immer das Beste. Besucht uns mal in Hannover und erlebt diese Boote live zum Anfassen, reinsetzen. Ich kann euch immer wieder sagen, sehr beeindruckend. Drückt die Glocke, Daumen hoch, abonnieren, damit macht ihr uns glücklich und helft uns bei der Produktion unserer Videos. Damit wollen wir natürlich weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Viele Grüße aus Düsseldorf. Macht's gut, bis dann. Tschö. Ciao.